wieder Michael von Funkzeug. Immer wieder erreichen mich spezielle Videowünsche über Themen oder Modelle, die irgendwo gesehen werden. Wie zum Beispiel von meinem User der Chaot. Er hat in meinem letzten Video im Vordergrund dieses Modell gesehen. Das ist der Mojave von Arma. Es handelt sich um einen Shortcourse und diesen stelle ich euch heute mal kurz vor. So, nun seht ihr hier den Baukasteninhalt des Mojaves von Arma. Hier handelt es sich um diese sogenannte BLX-Version. Es gibt diese Arma-Modelle gibt es grundsätzlich in drei verschiedenen Versionen. Einmal mit Brushed-Motor, dann die BLS-Version, das ist ein brushless Sportmotor, der nicht ganz so kräftig ist. Und halt eben die BLX-Serie, die den stärksten Motor drin hat. Da ist es auch möglich, mit einem 3S-Akku das Ding auf fast 100 km/h hochzuzimmern. So, mit dabei ist natürlich auch eine Anleitung, die ist auch in Deutsch. Zwar nicht so ausführlich wie die Tamiya-Anleitung zum Beispiel, aber absolut ausreichend. Bei der Anleitung ist dabei noch ein Radmotorenschlüssel, ein paar Imbusschlüssel für die ganzen Schräubchen und noch Klipse, um die Dämpferfederwirkung zu verstärken. Selbstverständlich hätte natürlich auch Sender und Antennenröhrchen und Bindungsstecker. So, nun zeige ich euch den Mojave mal von innen. Dafür räume ich erstmal den ganzen Krempel weg. Es handelt sich um eine Lexan-Karosserie bei der Mojave, die sehr schön lackiert ist, wie ich finde. Hat auch, wie es immer so ist, von innen lackiert und von außen die Aufkleber drauf. Das hat den Charme, was man die Aufkleber wieder auch lösen kann. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Mir gefallen diese ganzen Werbeaufkleber, die ich hier von D-Boots und Arma und so weiter. Ich würde die abmachen. Ansonsten äußerst stabile Karosserie, obwohl sie so groß ist, ist kein Problem. Geht wenig kaputt. Es handelt sich um ein sogenanntes Waterproof-Modell. Ist ja momentan schwer Mode, die Dinge alle wasserdicht auf den Markt zu schmeißen. Also da ist zum Beispiel der Empfänger halt eben schön in der Kiste eingepackt, die wasserdicht verpackt ist. Servo ist wasserdicht, der Regler und ein Ausschalter an der Seite ebenfalls. Der Motor, gucken, ob man das hinkriegt, in der so vielleicht. Der Motor Kabel sind auch in der Gummieinfassung gelegt. Dadurch ist der Motor auch relativ wasserdicht und kommt kein Wasser rein. Ja, das ist also nicht schlecht, wenn man durch die Peri jumpt. Wie es sich für einen anständigen Shortcourse gehört, hat das Modell vorne und hinten vernünftige Rammer. Und damit diese breite, massige Karosserie auch noch geschützt ist, an der Seite ebenfalls ein Rammer, der beweglich ist und mitgeht. Das Modell verfügt über sehr gute Reifen. Das sind von der Firma D-Boots Wettbewerbsreifen. Sehr hohe Qualität. Hat Öldurchstoßdämpfer verbaut und Sturz und Spur ist einstellbar. Besonderheit bei der BLX-Version ist, dass das Getriebe innen komplett aus Stahl ist. Also nicht irgendwie Aluguss oder Gussmaterial, sondern wirklich Stahl. Ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Leider haben die anderen Modelle, die BLS und die Brushed-Version, das nicht mehr, die neuesten Versionen. Früher war das bei allen Modellen mit dabei, mittlerweile halt eben nur noch bei der BLX. Ich nenne das immer eine indirekte Preiserhöhung. Die Preise bleiben gleich, aber Modelle werden qualitativ etwas schlechter gebaut. Ausgerüstet sind alle Arma-Modelle mit einem Metall- oder Stahlrahmen. Macht die ganze Sache relativ verbindungssteif und auch stabil. Ausgerüstet ist die BLX-Version mit einem Brushless-Motor mit 3600 kV. Ist schon verbaut. KV heißt nichts anderes als Umdrehung pro Volt. Der Motor und der Regler sind beide für 3S LiPo ausgerüstet, was aber nicht zu empfehlen ist, weil 3S bringt das Modell auf annähernd 100 km/h, ist meiner Erachtens fast nicht mehr fahrbar. Empfehlenswert wäre 2S Akku, damit fährt das Modell ungefähr 70 km/h, ist für so ein Modell dicke ausreichend. Ausgerüstet ist der Fahrtregler mit sogenannten T- oder DIN-Stecker. Hat sich ja mittlerweile fast als Standardstecker durchgesetzt. Gott sei Dank macht Arma den auch. Unten ist ein Schacht für den Akku.
Dieser Schacht ist mit einem Splint gesichert an der Seite. Das ist dieser hier. Der wiederum ist an einem Gummi festgemacht, damit man nicht verliert. Splint ist ein bisschen schwergängig rauszudrücken. Hat auch wieder den Sinn, damit man den nicht sofort verliert, falls der Splint fliegen geht. Dann umdrehen. Schacht auf. Akku rein. Ist noch ein Schaumstoffstückchen mit dabei. Falls man einen Shorty zum Beispiel einsetzen möchte, damit es nicht so wackelt. Deckel wieder zu. Stift durch. Splint rein, fertig, Akku gesichert. Gut finde ich, dass grundsätzlich Imbusschrauben verbaut worden sind. Wer an seinem Modell mit Kreuzschnittschrauben mehrmals rumgeschraubt hat, ärgert sich wahrscheinlich genauso wie ich, wenn die Kreuzschrauben sich schnell durchnudeln, man kriegt die Schrauben kaum noch ab. Und das ist bei Imbus halt eben seltener der Fall. Zum Schluss noch zwei kleine Fahrzähnen, die mir freundlicherweise von meinen Kunden zur Verfügung gestellt worden sind. Es handelt sich dabei um den Mojave mit der Brushed-Version und Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Die beiden Jungs haben das Modell bei mir vor ca. einem Jahr gekauft, fahren damit vorwiegend in der Nähe vom Nürburgring durch Schlamm und Dreck und Eis und Wasser und haben noch nichts kaputt bekommen an den Dingen. Das war es auch schon wieder mit meiner kleinen Produktbeschreibung von dem Mojave. Für weitere Informationen habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Shop. Wenn ihr auch Videowünsche habt, schreibt gerne in den Kommentaren eine kleine Nachricht. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Bis dahin, euer Michael.